Hast du etwas getan, das sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft. Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Moller zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden. Das haben sie immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deinen Damenbart? Oder hast du im Garten paar Leichen verscharrt? Wenn man Märchen erzählt, wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es wird ihnen jede Ansicht. Und wieder mal zeigen sie sich kleinlich und vermeintlich fremdenfeindlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon? Nämlich, du verdienst dein Geld mit Prostitution. Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehen. Der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehen. Lass die Leute reden und lächle einfach mit. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild. Und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht? Aus Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht. Lass die Leute reden, wie das immer ist. Solange die Leute reden, machen sie die Stimme ernst. Dann werde ich euch erleiden, dass du die Teufel auslastest. Lächle und sag nichts. Das ärgert sie am meisten.